bin er wieder an der 75 Meter Wattenschanze in Degenfeld. Ich habe mich aber berichtigen lassen. Die Schanze heißt K75. Das K bedeutet kritischer Punkt und der liegt bei 75 Meter. Aber an dieser Schanze können auch Weiten bis zu 85 Meter erreicht werden. Die Arbeiten für die neue Sprungschanze kommen sorgsam und zielstrebig voran. Mit dem Bau des Wertungsturmes wurde vor einiger Zeit begonnen. Rund 1,5 Millionen Euro beträgt der Kostenrahmen, der ohne die Eigenarbeiten der Vereinsmitglieder niemals einzuhalten wäre. Die Einweihung der Schanze wird auf das Frühjahr 2017 verschoben. Ein Datum steht aber noch nicht fest. Hier nochmals ein Blick auf den Wertungsturm. Aktuell sind die Vereinsmitglieder und Experten bereits damit beschäftigt, den Belag mit der Anlaufspur auf die Schanze anzubringen. Hierbei handelt es sich um eine Edelstahlkonstruktion mit Keramiknoppen, auf denen dann die Sprungski gleiten. Ein Blick vom Sprungtisch auf die Mattenschanze. Trainingsläufe werden noch dieses Jahr auf der Schanze stattfinden. Neben Hinterzarten im Schwarzwald ist diese Degenfelder K75-Schanze künftig die zweite Schanze dieser Größenordnung in Baden-Württemberg.
auch keine leichte Aufgabe, das Mähen an der Degenfelder Wattenschanze.